Moinsen, ich habe ja Animal Crossing New Horizons fleißig auf Twitch weitergespielt und werde es dort auch noch weiterspielen. Der gute Giga Greevy hat allerdings mal wieder ein Best-of zusammengeschnitten, das ich euch auch hier auf dem Kanal gerne direkt präsentieren möchte. Ich musste es allerdings ein bisschen umschneiden und auch ein paar Sachen rausnehmen. Wer also die noch etwas erweiterte und völlig unzensierte Variante sehen möchte, der checkt den Link in der Beschreibung aus, denn die ist auf dem Kanal vom Giga Greevy online. Viel Spaß und bis wir uns vielleicht wiedersehen im Stream. Animal Crossing. It's not the place you wanna fuck around. Now you're in Nook's Town. The crazy shit goes down. Oh, ich hab richtig Bock, Alter. Jetzt sehe ich das ja auch mal wieder mehr. Gestern war ja schon Nacht, als wir angefangen haben. Oh, guck mal, die Blämeleien sind auch so ein bisschen gewachsen. Oh, die will ich direkt gießen. Da kann ich nicht. Oh, warte. Ich hab ja noch gar keinen. So. Ich hab ja noch gar keinen Schmetterling. Es ist ja mein, nach wie vor, um das hier nochmal zu betonen, für Leute, die beiden YouTube-Videos nicht gesehen haben oder beim letzten Stream nicht dabei waren. Es ist mein erstes Animal Crossing. Deswegen sind kleine Erfolge für mich große Erfolge. Und dann gebe ich auch ein bisschen damit an, ne? Ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Mal wieder Mörder-Gags. Ist dir schon aufgefallen, dass die Tiefe tatsächlich... Die Tiere meinst du wohl, nicht die Tiefe. Dass die Tiere tatsächlich alles aussprechen, was in den Boxen steht. Das ist mega funny. Manchmal hört man so Wortfragmente. Da ich wahrscheinlich die ganze Zeit drüber konnotiere und drüber laber, fällt mir das wahrscheinlich noch nicht so sehr auf. Aber man kann ja mal zwischendurch so ein bisschen drauf achten. Leute, hört mal ganz genau hin. Ich drehe euch mal kurz den Sound wirklich laut auf und dann lauschen wir mal kurz gemeinsam. Es ist hochgepitcht und gleichzeitig hört man aber wirklich, was die so sagen. Ey, oh nein, Benjamin! Run. Benjamin will mich umbringen. Wir wissen ja, er ist ein Serienmörder, Alter. Er ist ein Serienmörder, er ist hinter mir her. Benjamin ist wieder blutdürstig. Wie bei JoJo's Bizarre Adventure sind seine Fingernägel zu weit gewachsen, Alter. Bleib mir fern! Der will hier nur nicht leben, der wollte ein neues Leben anfangen auf der tollen Insel. Und dann hat er direkt so einen hasserfüllten Typen. Was ist hier? Ist das eine Flaschenpost? Wuhu, Unbekannter. Ich mache mir immer über meinen Style Gedanken. Geht's noch süßer, noch niedriger? Hier ist eine Anleitung, die dir helfen wird, deinen perfekten Look zu finden. Süße Bastlerin Renate. Renate. Guck mal, das ist der Vorteil, wenn man einen grandiosen Mitbewohner hat, ne? Der kocht für sein Leben gern. Ich werde hier mittags immer, das ist wie bei Hotel Mama. Einfach so reingeliefert hier, ne? Einfach knusprig Nudeln, Alter. Boah, ne? Das ist also holla die Waldfee. Ein etwas größerer Tisch wäre halt mal ganz nice, ne? Was haben wir denn geschenkmäßig? Hier, oh, ein Turban. Geil, lass ich direkt an. Das lass ich direkt an. Ich bin Scheich, Mann. Ich bin freaking Aladdin. Ich bin der Sultan von Kedostopia. Wir haben auch einen Grill hier und sowas, Leute, ne? Also es ist traumhaft schön hier. Den Bambus, der würde sich halt... Aber wir müssen so einen Bambusstrand eher machen. Schauen wir erstmal in den neuen Laden rein hier. Und da ist ein Igel. Am Anfang war mir ja gar nicht wohl dabei, dass ihr auf eine verlassene Insel ziehen wolltet, aber ich habe mich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Ich habe ein Problem mit diesem Bild, das sich mir gerade bietet. Es ist natürlich auch super süß, da hinten sehe ich eine Wassermaschine, der neue Igel sieht ganz putzig aus und auch Schlepp und Nepp. Aber ich möchte halt mal anmerken, dass die alle unter diesen Schürzen nichts
aber auch wirklich so absolut gar nichts anhaben. Da ist nichts. Da ist nicht mal eine Unterhose. Das ist wirklich null. Was ist denn das? Wir brauchen immer noch eine Adresse, von der wir Kleidung beziehen können. Na, das wird billig importiert. Hurra, Kleider für alle! Sagt Raspisheit, ja? Kleider für alle brauchen die auch. Und mir wird nur zugewunken. Ich bin der Scheich von dieser Insel. Der Sultan. Ich werde hier offensichtlich nicht gebührend begrüßt. Das werde ich jetzt aber mal kurz ändern. Wir wünschen einen reichen Einkauf und dass die Sternis reichen. Dass die Sternis reichen. Hör mal, Nepp, ich bin der Sultan. Ich muss mir meinen Respekt hier wohl noch erarbeiten. Oh, die Kaffeemühle, die kaufe ich direkt. Klar, rein damit. Ich mache mir auch nachher noch einen richtig schönen Kaffee warm. Och, die Tapfsäule sieht ja auch mega nice aus. Erstmal Geld ausgeben ohne Ende. Ich bin ja schließlich reich. Bin ja ein Sultan. Ich glaube, der Boden, den ich nämlich gekauft habe, der ist sehr sexy. Oh Gott, ist der geil. Boah, ist das ein mega schöner Boden. Ja, ja, da geht bestimmt schon einiges. Was sind denn die Missionen, die wir für heute hier drin haben? Mal wieder ein Foto machen. Und wir kriegen schon mal jeden Tag auf der Insel. Das ist echt, ist wirklich so ein bisschen aufgebaut. Wie so ein Browser-Game. Oder so Apps halt eher heutzutage, wo man so einen Bonus bekommt, je täglicher man sich einloggt. Seit wann hat Benjamin denn ein Haus? Benjamin? Benjamin hat schon einen besseren Tisch als ich. Dabei bin ich der Sultan. Guck mal, Benjamin. Alter, Benjamin ist so unimpressed von allem, was ich mache. Dabei weiß er doch, wer hier anwesend ist. Benjamin! Dein Sultan ist da! Mit massiven Wänden. Jetzt kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung Ach so. Puh. Ich dachte, was für Klappmesser will denn Benjamin da bitte machen? Aber er meint die Übung. Er will keine Klappmesser herstellen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Das wäre auch ein bisschen... Schweinerei, Skandal, große Panik. Ich habe geweint. Nicht nur eine Stunde, eigentlich fünf. Wunderschön. Was haben wir da? Ein Flussbarsch. Bist du leicht beeinflussbarsch? Ha! Ha! Geht's erstmal Mira besuchen? Da habe ich geschrieben, dass sie ein geiles Karnickel ist. Und sie hat sich einen Tisch gekauft, der aussieht wie für eine Dreijährige. Das Gefühl, Mira hat so ein bisschen Daddy-Issues. Mira! Ich bin nicht mehr Kedos. Ich bin es. Ich bin es. Der Sultan. Sag, hilfst du mir aus der Patsche und baust die drei kleinen Häuslein für mich? Mach ich glatt, okay, von mir aus, wenn's sein muss. Wenn's sein muss, Tom. Bezahl mich mal endlich anständig, du Halsabschneider. Danke, 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 danke. Ich bin dir auf alle Ewigkeit ergeben. Das kannst du aber auch glauben, denn... Ich bin der Sultan. Ja, einfach raus da. Einfach raus aus der Nummer. Wird nichts mehr.